Etwas mehr als 3,5 Stunden dauert die Fahrt von Kiel nach Berlin. Die U17 von Holstein Kiel ist sie angetreten, denn sie wollen heute im Spiel gegen Tennis Borussia den Aufstieg in die U17-Bundesliga perfekt machen. Eine sehr solide Basis konnte das Team von Trainer Jan-Frederik Karp schon im Hinspiel schaffen. Im heimischen City-Fußballpark gewannen die Kieler letzte Woche mit 3:0. Pierre Trinko und seine Elf stehen also vor einer großen Aufgabe, wenn sie das Ruder nochmal rumreißen und den Aufstieg vom 3. Platz der Regionalliga Nordost packen wollen. Bei 25 Grad an der Ostauer Straße bekommt die Borussia die erste Möglichkeit, weil Keeper Rotenhagen den Ball nicht unter Kontrolle bringt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Berliner, die mit 4 Toren Differenz heute gewinnen müssen. 400 Zuschauerinnen und Zuschauer an der Sportanlage und die sehen eine Berliner Mannschaft, die in der Anfangsphase anpacken und früh den ersten Treffer machen will. Emircan Çelik mit dem strammen Distanzschuss, aber Kiels Keeper Rotenhagen ist da und pariert. Knapp 20 Minuten gespielt. Kiel übrigens unverändert im Vergleich zum Hinspiel. Tennis Borussia wechselte auf 3 Positionen. Der in der Abwehr gesetzte Daskan legt unfreiwillig auf. Waskowiak legt sich die Kugel zurecht und trifft zum 0:1. Einmal nicht aufgepasst und der Aufstieg scheint 10 Kilometer weiter weggerückt. Waskowiak schon im Hinspiel den ersten Treffer gemacht. Mit seinem frühen Tor legte er den Grundstein für den 3:0-Erfolg und hier zementiert er das nächste Fundament. Die Borussia nun vor einer Giga-Herkules-Aufgabe, aber keine halbe Stunde gespielt. Zeit wäre also noch genügend da. 3. Gelegenheit für TB. Edonis Emini probiert es aus der Ferne, aber der 16-jährige Torwart Rotenhagen hat alles unter Kontrolle. Auch wenn es unmöglich scheint, das Berliner Team glaubt an die Sensation und kämpft sich immer wieder an den 16er heran. 4. Besuch. Dieses Mal ist es Hiot, der es wieder aus der Distanz versucht. Im Hinspiel kam Hiot noch für Ploschens, heute steht er in der Startelf. Sowohl der Schuss als auch die Parade können sich sehen lassen. Und hier ist jetzt Halbzeit und wenn ihr jetzt denkt Sommerpause und tote Hose bei KickTV, dann checkt mal unseren Kanal. Abo und Glocke dabei nicht vergessen. Kiel macht den Auftakt zur 2. Hälfte mit einem Freistoß. Der wird aber souverän von der Borussia geklärt. Alles ungefährlich. Gefährlich hingegen ist aber das, was die Berliner Hintermannschaft jetzt macht. Ohne Bedrängnis rutscht der Ball über den Schuh von Saug. Alle Möglichkeiten offen für Martene. Er kann daraus aber nichts machen. Nochmal Glück gehabt aus Sicht von TB. Wobei Glück ja relativ ist, denn spielentscheidend war diese Szene nicht mehr. Was man den Berlinern aber attestieren kann, ist Wille und Kampfmut. Denn trotz der Konstellation wollen sie sich nicht ohne Fight ergeben und bewegen sich immer wieder aufs Kieler Tor zu. Rotenhagen am Boden und Jer Lia hat den Ehrentreffer auf den Fuß, setzt ihn aber drüber. Schiedsrichter Janis Körner stellt nochmal Physioqualitäten unter Beweis. Und dann ist hier Feierabend. Gratulation an die U17 von Holstein Kiel. Tennis Borussia hat stark gekämpft und die Stimmen dazu hat Nico Melisch. Dass das heute ein brutal schweres Spiel wird. Wir wussten, dass es viel über den Kampf auch gehen wird heute, ganz sicher, das war ganz klar. Und für uns war einfach wichtig, dass wir es annehmen, den Kampf hier, und die spielerischen Elemente dann immer wieder einstreuen. Im Hinspiel haben wir es ja auch schon super gemacht. Und dann Grüß an meine Mutter. Und deswegen war es einfach hochverdient dann am Ende. Und das haben sich die Jungs sehr erarbeitet. Nächstes Jahr U17 Bundesliga und Kieler Woche ist auch noch. Viele Gründe zum Feiern in Kiel. Schöne Momentaufnahme.